Guten Abend, Frau Ditfurth. Guten Abend. Sie haben bei Facebook Ende März eine Debatte um die neurechten Friedensdemos losgetreten. Was hat Sie da beunruhigt? Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue rechte Gruppen, aber auch offene Nazi-Gruppen hinmobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame Minimalplattform zu sein scheint, zu sogenannten Friedensdemos in über 20 Städten in der Bundesrepublik immer montags. Ich finde, dass viele der Medienvertreter, mit denen ich es immer zu tun hatte, dass die feige sind. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil die haben irgendwelche Gebrauch-BMWs, die nicht abbezahlt sind, Doppelhaushälften und Kinder, die Pferde haben. Das muss man alles bezahlen. Ja? Was kann man machen? Das ist ein Appell vielleicht an meine Kollegen, um da rauszukommen. Du solltest nicht mehr auf Pump leben. Das, was du nicht bezahlen kannst, schaff es dir nicht an. Spare das, wenn du dir einen Wunsch hast, spare darauf, damit du nicht erpressbar bist. Weil die meisten Journalisten sind ja Angestellte, müssen sich also entsprechend anstellen und sind erpressbar. Sie müssen lügen, weil sie sonst ihren Job verlieren und dann auch Hartz-IV-Empfänger werden. Das ist der Punkt. Und deswegen können wir nur sagen, wenn wir andere Medien wollen, wenn wir freie Medien wollen, müssen wir diesen Top-Journalisten, die es hier noch gibt, die jetzt professionell lügen, aber die Recherche ist dasselbe, sie werfen nur die Hälfte immer weg, auffordern, sich unabhängig zu machen und sie alle crowdmäßig finanzieren, damit wir eine Chance haben auf faire, echte Berichterstattung. Und das Geld, was wir dort dann reinstecken, zahlen wir nicht an GEZ-Gebühren. Ganz einfach ist das. Das wäre mein Appell, das wäre mein Rat. Fordern Sie diese Menschen auf, es uns zum Beispiel und anderen Crowdfunding-finanzierten Portalen nachzutun, weil ein Klaus Kleber würde gerne mal was sagen, was stimmt. Kann aber nicht, dann ist sein Job los. Ich meine, haben Sie das Interview gesehen hier, Klaus Kleber mit Joe Kaeser von Siemens? Haben Sie das noch gesehen? Sie haben also einen Fernseher, alles klar. Nein, Sie können es ja im Internet gesehen haben. Der Punkt ist, ein Klaus Kleber drängt einen Joe Kaeser, ja, von einer Firma, die relativ bekannt ist, eine relativ große deutsche Firma. Es ist keine deutsche Firma, es ist ein DAX-Konzern. Es gibt keinen DAX-Konzern, der in deutscher Hand ist. Das steht ja da drauf. Ein deutscher Aktienindex bedeutet, die Aktienpakete gehören denen, die das meiste Geld darin haben. Also gibt es kein Deutsch. Es gibt keine deutschen Aktien. Es ist ein international. Es gibt auch keine deutsche 0 und 1 im Internet. Da können Sie sich von abschmecken. Gibt es nicht. Er fragte den einfach, was er sich einbilden würde, nach Moskau zu fliegen, um mit dem Putin zu reden. Man kann über Joe Kaeser sagen, was er will, aber Joe Kaeser ist ja kein Vollidiot, sonst wäre er ja nicht der Chef von Siemens. Und das einzige Interesse, was Joe Kaeser erst einmal hat, ich weiß nicht, ob er Kinder hat, ist, dass er seine Aktionäre vom Schaden bewahren will. Und deswegen ist er zu Putin gefahren. Ja? Manchmal kommt Putin ja auch hier nach Berlin, wenn er sich mit Genscher trifft, um dann zu verhandeln wegen dem Chodorkowski. Wenn Sie einen Oligarchen im Köcher haben, kommt auch Putin. Funktioniert schon. Aber der Joe Kaeser, der ist also nach Moskau gefahren, um zu sagen, hör zu, wenn es zu einem Boykott käme, zum Beispiel Deutschlands, angewiesen aus Amerika, dass wir keine russischen Aktien mehr handeln, dann schaden wir uns ja selber, weil 40% der Aktien auf den russischen Märkten sind ja unsere Aktien. Also ich schade dir als Mercedes-Kunden einfach, indem ich dir einfach keinen Mercedes mehr verkaufe. Da wirst du mal sehen, wie es ist. Dann gehe ich halt rüber und hole mir ein japanisches Auto, geht ja auch. Und das ist der Punkt. Wenn ein Joe Kaeser, ja, mit einem Klaus Kleber als einen Head of einer wichtigen Nachrichtensendung sich diesem Schwachsinn aufsetzen muss, hat das eine Schlüsselfunktion auf alle anderen kleinen Gazetten, so, weil der Klaus Kleber gibt vor, wie man mit Abtrünnigen, sogar mit einem Joe Kaeser von Siemens, umzugehen hat. Das ist die Funktion des Klaus Klebers. Da hat man vorher gesagt, hör zu, wir organisieren den Klaus Kleber und du machst es wieder so, dass er schlecht aussieht, okay? Nicht, lass mal laufen, frag den mal. Ich habe das ja getan. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich würde gerne auch mal das Heute-Journal machen. Das wäre interessant. Ich würde mal Klaus Kleber interviewen als Gast. Ich würde sagen, Herr Kleber, Sie haben den Joe Kaeser da befragt, wie er da als Putin-Versteher auftreten kann. Das sind durchaus berechtigte Fragen. Aber die Fragen, die ich vermisst habe, ist, als Sie neulich zum Beispiel bei Barack Obama waren, haben Sie ihn gar nicht gefragt, wie er das denn mit der Drohnentechnik handelt, ob das eigentlich sich mit dem Völkerrecht deckt. Tut es ja nicht. Das sind ja Schwerverbrechen. Die Frage habe ich nicht gehört. Ist die rausgeschnitten worden? Ist sie gestellt worden? Was ist da los? Und das ist das. Wir haben es mit Journalisten zu tun, die wirklich wie Duckmäuser funktionieren und die aber die Heads unserer Schlüsselmedien sind. Und die informieren uns. Das ist gefährlich. Halb neun? Okay. Diese Informationspyramide ist durchschlagen worden, weil sie über das Internet die Möglichkeit haben, sich am Staatsapparat, an den Besitzern der Medien, das sind ja alles nur Erfüllungsgehilfen, es wird ja querfinanziert, vorbei zu informieren. Dieses Vorbeiinformieren hat aber gar keinen Sinn, wenn Sie aus der Information nichts machen. Was Sie jetzt tun könnten, vielleicht sogar sollten, ist, Sie sollten Ihren Mut zusammennehmen und in der Öffentlichkeit widersprechen, indem Sie auch Präsenz zeigen auf der Straße, wenn Sie für den Frieden sind.
wenn sie für den Frieden sind. Ich habe vorhin in einem Interview wurde ich gefragt, für wen sind denn die Montagsdemos? Und dann habe ich gesagt, gut, ich fange mal anders an. Für wen sind sie nichts? Wenn sie Bock haben auf Schüsse, Atomkriege, Gewalt, Blut, Terror, tote Kinder, wenn sie sowas mögen, gehen sie nicht zu den Montagsdemos. Wenn sie auf Ballerspiele 3D stehen, dann warten sie darauf, bis es zur Generalmobilmachung kommt und fahren sie direkt an die Front und machen sie das, was Opa gemacht hat, schießen sie auf Menschen, die sie nicht kennen. Wenn sie darauf Bock haben, dann graben sie den alten Stahlhelm auf, setzen sich auf, sagen, ja, es geht los. Wenn sie darauf stehen, wegbleiben. Wenn sie aber sagen, wir hatten in Deutschland eine sehr lange Friedensphase und diese Friedensphase in Europa fing in dem Moment an aufzuhören, als die Mauer fiel. Aha. Als es kein Gleichgewicht mehr gab. Aha. Und da mache ich mir jetzt Sorgen, weil es keinen Warschauer Pakt mehr gibt, weil sich die andere Seite überlegt, dass ein Nuklearkrieg theoretisch taktisch zu gewinnen ist, nicht für alle, aber für die, die außerhalb sind. Der Kampfplatz ist ja Europa. Und wenn sie glauben, dass sie dort verheizt werden sollen, wenn sie denken, dass da Menschen sie belügen, Spitzenpolitiker, dass Militärs sie belügen, die überhaupt nicht interessiert sind an einem Frieden, weil sie nur am Krieg verdienen, wenn sie das denken sollten, könnten sie sich vorstellen, auf die Montagsdemos zu gehen. Wenn sie interessiert sind an einem friedlichen Zusammenleben mit ihren Kindern, in Berlin zum Beispiel, ja, und es auch schick fänden, wenn auch nicht die Ukraine eingeäschert wird, wenn sie auf so klassische Werte stehen wie Harmonie und Teilen und christliche Grundwehr, wenn sie sowas mögen, wenn sie sagen, du sollst nicht töten, stimmt, mache ich jetzt einfach mal nicht, auch nicht übers Wochenende, wenn sie das mögen, dann könnten sie auf die Montagsdemos gehen. Natürlich sind sie dann völkisch oder irgendwas anderes. Lassen Sie sich durch einige wenige Köpfe, es sind nur einige wenige Köpfe, nicht erklären, was Sie sind. Und Sie werden feststellen, es sind einige wenige und die meisten halten sich aus der Diskussion raus. Wenn diese Demonstrationen, diese Friedensdemonstrationen größer werden sollten, werden die Medien irgendwann schwenken und versuchen, das zu okkupieren und waren immer schon auf ihrer Seite, um sagen, das ist auch richtig, aber ihr seid Idealisten, wir sind auch für den Frieden, aber im Fall Krim müssen wir mal eine Ausnahme machen. Sie sollten niemals in Ihrem Leben eine Situation anstreben, wo Sie Menschen, die Sie nicht kennen, versuchen, das Leben zu nehmen. Sie sollten sich durch die Massenmedien nicht aufhetzen lassen. Und Sie können feststellen, wenn Medien subtil Sie versuchen aufzuhetzen, dann haben die mit etwas vor, was nichts Gutes ist. Man möchte Sie für den Krieg sensibilisieren. Man möchte Ihnen erklären, dass Frieden nicht immer zu haben ist. Hat ja Herr Gauck gesagt, Demokratie hat seinen Preis. Aber er fährt nicht mit an die Front. Sie sollen den Preis bezahlen, weil das ist alternativlos für ihn, weil er muss die Scheiße ja verkaufen. Machen Sie das nicht. Sprechen Sie mit Ihren Großeltern, wenn die noch leben, ja? Oder fragen Sie bei Ihren Sohn, möchtest du erschossen werden für Deutschland? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Machen Sie das nicht. Misstrauen Sie diesen Köpfen in diesen Medien, schauen Sie sich die anderen an, die es ja auch noch gibt, und stellen Sie sich die Frage, warum Leute, die lange Zeit die Zeit herausgegeben haben, wie zum Beispiel Helmut Schmidt, der weiß, wovon er spricht, uns mahnt, dass wir einen anderen Weg gehen sollten, auch als Medienvertreter, auch als Bürger, mit Russland, mit Putin, mit diesen Menschen umzugehen. Der Mann weiß, wovon er spricht und ich würde ihm zuhören. Aber dazu hat diese Tante noch nichts geschrieben, auch nichts zu den Faschisten in Kiew. Sie schlägt auf normale Bürger ein. Für wen arbeitet diese Frau? Was hat sie zu verbergen und gegen wen ist das alles gerichtet? Gegen wen ist das gerichtet? Ich weiß, dass das nachdenkliche Worte sind und ich kann Ihnen auch kein Patentrezept geben, wie Sie es jetzt machen sollen. Und der eine oder andere, der hierher gefunden hat, ich weiß nicht, was er erwartet hat. Aber wissen Sie, wir werden ja von dieser medialen Hetze, von dieser neuen McCarthy-Ära, die wir aus den 60ern in Amerika kennen, wo jeder weggeschlossen wurde, der einen Kommunisten kannte oder kennen könnte, wir driften da wieder hinein. Und wenn man diese in Klammer mal linken Köpfe, die einen heißen Ditfurth, die anderen heißen Joschka Fischer, auch nicht links, wenn wir die mal aus dem Spiel rausnehmen und fragen, wer informiert uns denn noch, dann stellen wir fest, da gibt es nur noch ganz wenige. Ganz wenige. Und es sind zu wenig. Deswegen, lesen Sie, suchen Sie sich alternative Medien, machen Sie sich Ihr eigenes Bild, indem Sie auf solche Demos gehen oder andere Demos für den Frieden und sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und üben Sie Druck auf die Medien aus, indem Sie Ihre sozialen Medien zubomben mit den Fragen, ist das eure neutrale Berichterstattung? Es hat die Wirkung, wenn das ganz normale Leute tun. Wenn ich das mache, ist es ja klar, weil ich bin ja verstrahlt. Aber wenn Sie das machen, als ganz normal, dann schwimmen denen die Fälle weg und davor haben die Angst. Und dann kippt man das System. Sie müssen versuchen, die Menschen, die oben in der Pyramide sind, die wir ja nicht wegbekommen, die in den Arm zu nehmen. Und das müssen Sie machen. Sie müssen immer schön friedlich bleiben. Ja? Denn wir können
auch in Europa, wo dieser Krieg inszeniert wird und der stattfinden soll, wir haben bei den aktuellen Waffensystemen nicht den Hauch einer Chance, auch bei klassischer Bewaffnung, das zu überleben. Und wir sollten aus der Geschichte, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, der erste ist ja 100 Jahre jetzt zurück, der zweite, glaube ich, 60 vorbei, sollten wir lernen, nämlich, dass wir in der Stunde Bewährung unseren Hintern ins Rennen bringen und sagen, wenn man uns später die Frage stellt, hast du als einzelner Bürger, du warst kein Experte, alles dafür getan, um den Frieden in Europa zu bewahren, dann kann ich sagen, ich war wenigstens einmal auf der Straße für etwas. Ich war für den Frieden auf der Straße, nicht für mehr Einkommen. Ich war für den Frieden auf der Straße. Das ist mein finaler Appell beim Thema heute Medien. Werden Sie selbst zum Medium, gehen Sie für den Frieden auf die Straße. Es ist Ihr Frieden, es ist Ihr Leben. Vielen Dank.